Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit dem John Wick, Blödsinn mit dem Anduin. Hallo. Und mit der Tibra. Mit der Clover. Ja, genau. Alias Tibra. Black Wolf gesellt sich zu uns. Black Wolf? Ja. Achso, den sehe ich noch nicht. Was ist der Black Wolf da? Ja. Wir haben gewählt diesmal den Panic Room. Ja. Ist ein Classic heißt, ich glaube, dass die Classic heißt, die sind, die schon im PD1 gegeben hat, bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. PD1 nicht gespielt, aber ich nehme mal an, dass es deshalb Klassiker heißt. Okay. Ja, Beschreibung, es flüchtet ein böser Geselle in einem Panic Room und wir reißen diesen gesamten Panic Room aus dem Gebäude. Wie das vonstatten geht, wird es jetzt gleich sehen, wenn wir es schaffen. Nehmen wir an, dass wir es schaffen. Vorteile haben wir alle freigeschalten. Mhm. Ausrüstung, ich gehe mit meinem Scharfschützenmodus rein. Okay. Die Tibra wie immer. Voll der Tank und die First Aid Kits. Gut, alle sind bereit. Ja. Warum geht's nicht los? Hoxton kommt noch dazu. Ah, kommt noch einer. Yes. Ja, wir sind alle so ähnlich. Ich bin 65, 47, der junge Wolf. Und 47 und 67 Hoxton. Gut, bereit. Ja. Für Schwierigkeiten am Grad normal ist es. Ist es ganz ordentlich mit dem Level, was ihr habt. Okay. Du bist halt der... Es ist halt viel zu laufen über das Stiegenhaus von dem Gebäude. Der Überfallpapa. Ich sag das eh immer ein bisschen an. Du bist der Überfallpapa. Ich bin der Überfallpapa. Ja, weil das schon so alt ist. Wow. Also, frech. Gereift. Das ist frech. So, also jetzt ist er meiner gar nichts. Also deshalb auch nicht gleich alle niederschießen. Ich habe keine Maske da, auf. Wir gehen da mal rein. Ja, da findet jetzt der Übergabe statt. Eine fingierte. Aha. Hi. Ah ja, da steht ein First Aid Kit. Welcome. Put the money on the table. So, irgendjemand muss da was auf den Table packen. Was soll ich da hinpacken? So, hast schon. Ich stelle mich da gleich mal an die Wand, weil jetzt geht's gleich los. Okay. So, wir können die Masken schon aufsetzen. Okay, rauf in die Stiege. Jo. So, Panic Room ist im zweiten Stock, wenn ich mich richtig erinnere. Braucht er besser lang, dass er die... Scharfschützengewehr nachladen. Übrigens, da liegt jede Menge Koks und Geld und so in die Wohnung. Und das sollten wir mitnehmen, wenn wir Zeit haben. Mhm. Und da war gerade ein... Na, eine Dose. Dosenfutter war da. Ich dachte schon, da wäre so ein Briefträgerpaket. So, da ist auch, glaube ich, die Tür. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Irgendjemand von den Typen lässt einen Schlüssel fallen. Das kann sein, dass das noch ein Stockwerk nach oben ist. Koks, yes! Entschuldigung, ich habe da mal was gefunden. Aufpassen, der einen Schlüssel hat, ist ein wenig ein härterer Geselle. Okay. Da muss man ziemlich draufhalten, bis der in die Knie geht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Okay, ich habe ein Packerl Koks von mir. Wie soll ich denn das ablegen? Ah, da ist er. Hab ihn. Hat schon jemand die Schlüssel aufgenommen? Da liegen sie. Hab die Schlüssel. Okay. So, ich laufe zum Raum, wo der Panic Room drinnen ist. Wo ist das? Offen. Oben? Die rote Tür war das, die verschlossene. Okay. So, Panic Room. Wir müssen jetzt da vier Sägen anbauen. Okay, da lege ich meins dazu. Die erste Säge ist dran, irgendwer schießt dann immer auf mich. Weg da mit dir. Die Sägen stehen. Die im unteren Stockwerk fehlen noch. Ich laufe runter. Erste Polizei ist da. Dritte Säge steht.
Und vierte Säge steht. Okay. So, jetzt müssen wir so lange wie möglich schauen, dass wir die Stiegen raushalten. Okay, ich bin am Weg. Können die durch die Fenster auch kommen? Jo. Okay, dann müssen wir Säge neu starten. Na, die laufen. Das dürfte oben einer sein. Geht wer rauf? Das wäre oben, da ist eh einer oben, aber startet der Säge nicht. Ich habe hier jede Menge Kohle gefunden. Blazen. Ah, jetzt ist er. Okay. So, ich bin wieder unten. Laufen, ja. Swat. Ich bin schon da. Hab keine Muni. Geh mal runter. Mhm. Achtung, Granate. Ich habe mit meiner Tasche eine leichte Schieflage. Die werde ich mal ganz schnell raus. Kacke. So. Wo war doch dein Munipack? Hallo? Komm schon! Wo ist das? Brauchst du... Ditsche. Granate. Hinter dir ist wo. So, ich fahr jetzt nicht mehr da herunten. Ja, ich hab hier oben im Eck auch ganz abgeschaut. Ich seh's ja. Was so lang es geht, verwendet man das im Erdgeschoss. Und dann kommen wir dann später nicht mehr hin, bis zum Schluss. Oh ja, guck's. Okay, die Sägen. Keiner startet die Sägen. Sorry, ich hab nicht geschaut. Ah, fuck, da ist alles voll. Schlecht aufgeteilt, die Gruppe. So, ich restarte die erste Säge. Das Problem ist, ich bin unheimlich schlecht in der Technik, weil ich rein auf dem Scharfschützen alles gegangen bin. Das dauert alles viel zu lang bei mir. So, zweite Säge. Oben ist auch einer defekt. Okay. Mistkerle. So. Die schießen mir in den Rücken. Wo ist sie? Da ist der nächste, okay. Der schießt aus dem Nachbarhaus, ich glaube ich spinne. Ah ja, ich sehe schon, ich starte. Startest du? Ja. Ich werde neben der Säge ein weiteres Munipack
First Aid Kit platzieren. Boah! Wo? Geht schon. Na, brennt. Jetzt was? Da jetzt angezeigt. Wartet auf die Sprengladungen. Okay, jetzt müssen wir ganz rauf aufs Dach. Okay. Scharfschützen. Ach, da außen. Außen ist das, oder? Ja, es ist. Es heißt außen. Ja. So, ich bin am Dach. Es waren. Scharfschütze, Nebendach eliminiert. Ich brauche Muni. Ich hab da eins aufgeklickt. Ja. Ich sitze da auf so einem Klima. Ja, ja, hab schon gesehen. Da dahinter liegt. Wo ist er? Da drüben. Da hab ich ihn. Da ist der nächste. Oi, oi, oi. Ganz schwach, Leute. Da hinten ist er. So, ist C4 schon da? Nein. So. Wo ist er? Ja, da, da. Ratten im Nest. So, du musst dann ein paar von deinen Bags da aufstellen. Ja. Huh, fuck! Oh. Du musst den Stiegen raushalten. Nein, ich lieg. Scheiße. Ich brauch dann erste Hilfe Bag. Mhm. Schnell. Ich bin drin. Und den Stiegen raus. Ja, ich leg das gleich hierher. So, ich nehme das C4 mit. Wo bitte sind die? Wo liegst du da hinten? Er hat es nicht hingelegt, da. Ich hab gerade eins genommen. Okay. Ja, da wären die Sentries fast besser gewesen.
so. Boah, es gibt ja nicht, dass wir das doch nicht halten. So. Komm nicht raus, das C4. So, nochmal. Erstes ist platziert. Und das ist auch platziert. Okay. Unten fehlen sie. Ich mir dachte, da war einer unten von denen. Nein, ich nicht. Da oben. Was ist? Durch C4. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt müssen wir runter durchs Stiegenhaus und sie da an einen bestimmten Punkt hinstellen. Okay. Ich stehe schon dort. Einfach zu mir runter durchs Stiegenhaus. Ja. Okay, und einer liegt da oben jetzt. Wo liegt denn der? Ach fuck, wo liegst du? Ach. Okay, der ist eingesperrt. Okay. Oh, oh. Wo bist du? Nee, ich bin jetzt wieder rauf, weil ich den aufstellen wollte. Das hat mir keiner. Wo müssen wir hin? Da, wo ich jetzt stehe. Also, zack, da bist du ja schon da. So. Hm. So, jetzt wieder rauf. Okay, Mörderlauf meiner Reihe. So, wir müssen jetzt da das Dach halten, dass der Hubschrauber kommt. Wir müssen das Dach halten, okay. Lade doch mal. Oh, kein Magazin drin. Ich stelle da neben dem Munipack meine... Ja. Das zweite Mundbecken aufgelegt. Ich. Ah, okay. Scharfschütze. Hab ihn. Wo sind sie? Knall doch nicht. Get me on the lake, so
Wie schön. Dann nützt der ganze Panikraum nichts. So, jetzt können wir fliehen. Ich nehme mal auf den Muni. Okay, runter. Hast du deine Tasche noch? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube ja. Okay, wohin? Herunter. Einfach runter. Okay, bin da. Da runter. Da rein. Und da rein. Okay. Anches. War ein bisschen durcheinander, aber rauf, runter hin. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Was denn? Höchste Anzahl von Kills und Spezialkills auch. Ich dachte, die hätte der Platz gewitzt. Okay. Hast du gekauft oder ich? Ich glaube, ich habe gekauft. Du hast gekauft, okay. Ja, der ist ein wenig heftiger, oder? Ja. Der Einsatz. Mhm. Ja, aber er war okay. Farben, ja. Knochenweiß mit hellblau. Okay. Okay. Gut. So. Das war's.